Ritterkarte. Wow. Komm, wir haben der Team de Football. Die Batterie geht schon wieder am Stock, das ist so scheiße. Ja. Able. Das wollten wir ihm auch schenken. Das macht. Ja. T-Shirt geben, weil ich habe jetzt wirklich gar nichts mehr. Ja, kann ich machen. Ja, geil. Yep. Hendrik, ich öffne mir mitten in die Kamera. Entschuldigung. Da gehört. Gehst du ein bisschen nach rechts? Ich? Ja. Hä? Sofort.
zu filmen. Kannst ja sehen, dass du die Sonne hinter dem Baum hast. Dann ist es überhaupt kein Problem. Julie! Oh, hast du das gesehen? Wie ein Stein auf dem Kopf. Aber gut gezielt. Danke. Hey, Ida. Danke. Martina. Hola. Ndem so anime wo yaka pena kame. Abengana. Abengana. Ngara nuko jugayo. He salam bayo mapa. Vamos andar. A ver, vou assar. Ah, primeiro vou botar tudo. Vou fazer uma coisa. Deixa eu ver. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Adona Temali, puta prosperite. Fidel, atendece. Não será tu. Dieses Kind wurde uns angeboten und wir dachten, wir ziehen eine WG mit ihm. Jo. Hallo, hallo, lach mal in die Kamera, lach mal. Das ist ja nicht, ey. Siehst du das? Mm. Komm her. Ist sie jetzt schlecht? Guck doch nach unten. Schämst du dich, weil du nackig bist? Du hast einen schlechten Mund. Ich weiß, am frühen Morgen war es mir leid. Jetzt hab ich's. Doch, die Augen, die Lippen, der Gesichtsausdruck, Todde. Und wir haben wieder... Und... Oh, der kommt nicht rum. Okay. Oh la la. Hallo! Hi, Latin! Hier sind die Zeugen. Wir nennen es Klo. Los, 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 los
Lett. Thank you.
der dritten Woche unserer Mali-Reise ging es nach Djenne. Djenne liegt 10 Stunden Busfahrt nördlich von Bamako und besteht ausschließlich aus Lehmhäusern. Ein Teil der Gruppe ist mit dem Jeep, ein anderer Teil mit dem öffentlichen Bus gefahren. Mal Jennystein frei, dass da Jenny draufsteht. Kinders, Beine hoch, Khaled und Nico weg. Nico, mach's mal fort. Jetzt schon. Das ist der Stein Akadi. Rechts auf dem Stein sitzt Amadou, der uns durch Jenny begleitete. Wir nennen es zu Hause, gerade außerhalb von Djenne. Gehen wir mal neu. In die gute Stube. Warum nicht alle Batterie? Da wird was gerade gebaut, ne? Hier und die Leute beim Waschen. Und ja. Weiter jätet. Dann pennen wir. Das nennen wir hier Klo, im dritten Versuch. Also Klo Nummer 1 eigentlich. Da war so eine Sickergrube. Und sie nennen es scharf, wir nennen es Schwachsinn. Ja. So aus. Dann lassen wir die Treppe hoch. So. So, im ersten Stock. Ist jemand drin? Alles klar. Hier haben wir oben. Dann haben wir da so noch ein Haus. Da oben auf dem Dach. Und hier gepennt. Gepennt. Genau da. Ja, von innen. Hä? Ist da jemand auf Klo? Hier nicht. Sicher? Also hier unten? Bist du auf Klo? Nee. Schießt du, weil. Nico live on Klo. Sieht doch unecht aus mit der Unterhose da. Entschuldigung, soll ich auch noch ausziehen oder was? Ja, logisch. Oh. Naja, ich will jetzt nicht alles hier Pornografie und so verboten. Ich bin nicht 18, aber deshalb, ich muss dich leider beten, hier mal kurz abzuschalten, weil. Okay, ich nur Kopf. Ja, also, kennst du ja selber hier so Regeln, Gesetze und so. Einfach was machen, was umgesetzt. Tschüss. Keine Ahnung, ich mach nur den Kopf.
Ja, super, wenn du den Kopf so tief hältst. Oh, was? Naja, verstehst du, weil der Druck und so, und da muss ich eben ein bisschen meinen Kopf verkrampfen. Und außerdem haben wir auf die Fresse dann nicht abgesetzt. Halt die Schnauze! Ist auch ab. Mach schon, ey! Okay, ich mach nur pinkeln, ey! Okay, jetzt will ich Rafa gerade hier auf dem Klo hier oben, will ich auch nochmal zeigen. Ich recht gemütlich. Was haben wir hier? Da ist es. So ein kleiner Kabuff. Naja, und das riecht halt. Okay, was haben wir hier? Der Himmel. Das ist so Ausblick von unserem Klo, sag ich mal. Wie geil. Da hinten ist Jenne, so 500 Meter weiter, und ist alles palettig, okay. Jetzt gehen wir wieder. Ist Nico schon fertig? Ja, gehen wir nochmal Nico besuchen. Hä? Also Nico. Jetzt bricht mal, wie war es, sag mal, gib mal einen Stiftung Nico-Test von dem. Naja, also ich muss sagen, Klo. Die Öffnung sehr rund. Hier ein bisschen meißeln wäre nicht schlecht. Man stößt sich eben doch ab und zu. Aber insgesamt würde ich sagen, das ist ein Loch von der Güteklasse A-. Also 1A- würde ich sagen. Also es trifft nicht ganz den Standard. Die Schwelle hier, wie du siehst, diese Bodenschwelle. Er wird ja auch der Thron genannt, dieser erhöhte Platz hier, ist etwas zu hoch. Ältere Leute haben Schwierigkeiten, diesen Thron zu besteigen, aber von der Gemütlichkeit her, vom Sitzen, hier extra diese Fußmulden zum Stehenbleiben, schon sehr bequem. Allerdings fehlen an dieser Stelle, möchte ich betonen, die Haltestangen für den extremen Druck, da man sich an der Wand nicht mehr abstützen kann, sie ist zu weit entfernt. Also für Fälle wie Henrik ist dieser Platz eher ungeeignet, da die Haltestangen zum Festhalten fehlen. Okay, hier haben wir unseren Brunnen, inklusive Eimer. Da unten sollte auch irgendwo Wasser sein. Hans Meiser, Notruf in Mali. Genau. Unser Lagerraum. Dunkel und da haben wir einen Gas. Ja, was soll ich sagen? Chaos. Hier fahren wir gerade nach Jenne rein. In Jenne haben wir unter anderem den Chef de Village besucht und dann halt noch diverse andere hochinteressante Dinge getan und gemacht. Davon werden wir jetzt einige Sachen sehen. Du kannst da sitzen bleiben. Und dies ist er, der Dorfälteste, der Chef de Village. So, I'm trying to see the south there. No, I'm happy about it. Und hier fahren wir an dem Moschee vorbei, direkt zum obersten geistigen Führer von Jenny.
se le como un pecho, ma loro smoke, se acaba. Como se llama, que le embucha la caduyo, cantu, una cara chuamba, uno a toñe full. Pásala. Que file, que fu, que vuole di mierda. Voilà. Ya, ya, ya. Ya, fui hecho humilde. Ale, que duele con él. O con él, por el entorno. O te fue a liar, po. A mí, tengo fe, me encanta, a vos que me sigue la boca. Er freut sich und begrüßt euch und wünscht euch eine schöne Tage zu beginnen. Hallo, Mata! In die Tür. Ich bin Von diesem Platz aus starteten wir eine Tour durch Chennai. Lasst einfach die Bilder auf euch wirken von einer Stadt, die ausschließlich aus Lehmhäusern besteht. Angara, un puits creusé par le souverain marocain pour servir